Hier ist alles Kunststoff, aber hier, das hier vorne, da wo man greift, das ist hier gummiert. Auch der Abzug kann man wirklich nicht meckern. Haben hier ein bisschen Spiel und dann bricht er wirklich direkt. Also richtig, richtig cool. Das heißt, wir müssen einfach hier nur den Knopf hier reindrücken und dann können wir eben hier, wie wir eben die Höhe haben wollen, hier entsprechend, zack, perfekt hier einstellen. Hallo, grüß dich hier zu einem neuen Video von Lassen Sie es krachen. Und ihr seht schon in der Hand, was ich hier wieder habe. Ich möchte euch heute wieder ein neues Gewehr vorstellen. Das heißt neu, aber zumindest ein Gewehr, was ich bis jetzt noch nicht vorgestellt habe. Und zwar ist das hier eine Brenner BR20. Wahrscheinlich schon mal gehört den Namen. Irgendwie gab es, glaube ich, doch schon, kann man schon fast einen Hype nennen um das Gewehr, weil es eben sehr günstig ist und eben wohl auch sehr gut sein soll. Und ja, ich habe selber noch keins in der Hand gehabt und ich habe jetzt einen Kunden mal gehabt, der hat mir geschrieben und gesagt, dass er eben gerne so eine Brenner hätte, ob ich ihm mal ein, ja, sag ich mal, rundum Sorglos-Paket mal zusammenbauen kann, aus Gewehr eben hier mit Optik und auch Schalldämpfer, den machen wir auch gleich mal drauf. Und er wollte halt wirklich als Jungjäger was Günstiges haben, also vom Allen gut und günstig, und habe ich ihm entsprechend was zusammengestellt. Ich zeige euch natürlich auch die Komponenten, die einzelnen hier, was die kosten. Natürlich das Angebot, was er bekommen letzten Endes dann hat. Das sage ich euch natürlich nicht. Kann ja jeder, sage ich mal, dann selber herausfinden. Jetzt möchte ich euch mal das Gewehr hier vorstellen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, die Features, was mir aufgefallen ist. Und wie gesagt, er wollte halt so eine Brenner haben. Und ich habe gesagt, gute Idee. Ich habe nämlich noch keine da gehabt und hätte gern mal eine. Deswegen ist ganz gut, bestell mal und dann kann ich die wenigstens in dem Video direkt mal vorstellen. Und auch mit seiner Genehmigung geht es noch auf den Schießstand. Das heißt, wir werden auch noch dann später mit diesem Baby hier schießen. Und damit ich jetzt nicht ganz so weit hier von euch weg bin, lege ich es jetzt hier mal auf den Tisch und dann schauen wir uns das große Stück einmal von hinten bis vorn an. Einmal so viel vorweg, ist doch sehr führig. Es hat ein bisschen Gewicht, doch, es wiegt ein bisschen was, aber es ist gut verteilt überall, auch mit der Optik jetzt hier. Ich wiege gleich mal, ich habe eine Waage hier, dann sage ich euch gleich mal, was ihr jetzt hier so wiegt mit der Optik. Aber trotzdem finde ich immer noch sehr angenehm. Genau, sehr schön. Dann gehen wir mal auf den Tisch und dann schauen wir uns mal die ganzen einzelnen Komponenten hier an. So, dann wollen wir uns das gute Stück hier mal anschauen. Ja, was natürlich sofort auffällt, ist der schwarze Kunststoffschaft. Aber das täuscht, die ist nicht wirklich hier nur komplett aus Kunststoff. Nein, hier ist alles Kunststoff. Aber hier, das hier vorne, da wo man greift, das ist hier gummiert. Ja, man hört es ja auch. Ja, das ist Gummi hier. Auch hier am Griff hier, das ist alles gummiert. Das ist sehr griffig, ist mir beim ersten Mal gleich aufgefallen, wo ich es in die Hand genommen habe. Also wirklich richtig, richtig toll. Ansonsten haben wir hier unten ein Magazin drin. Fällt schon raus. Hier haben wir ein 3-Schuss-Magazin. Ist auch ein 5-Schuss-Magazin, aber mit dabei. Klickt schön ein. Dann haben wir hier unten den Abzug, auch der lässt sich unten verstellen, aber der bricht schon so wirklich extrem gut. Das zeige ich euch dann später gleich auch nochmal. Ich habe schon hier einen Gewehrriemen für ihn installiert. Von Nigolo ist dieser hier. Hier hinten ist noch ein bisschen länger, steht es noch ein bisschen über. Ich wickel das immer mit Kabelbinder, also wickel das auf hier und mache dann Kabelbinder rein. Aber ich lasse das jetzt mal für ihn hier noch. Es kann ja sein, dass er das hier noch ein bisschen umstellen möchte. Mündungsgewinde ist natürlich auch da. Passenden Schalldämpfer kriegt er auch dazu. Wie gesagt, einmal hier Jungjäger rund um Sorglos-Paket und hier von Yaki ein. Preis, Leistung, glaube ich, so die besten. Gibt es schon andere tolle Sachen hier, gerade von Era Silence hier mit Schnellverschluss, wie ich jetzt einen habe. Den möchte ich euch irgendwann auch nochmal zeigen. Aber hier wollte halt was gut und günstiges haben. Und da ist er einfach hier mit den von Yaki, denke ich mal, doch sehr gut bedient. Auch hier oben die Picatinny-Schiene, die schon fest dabei ist, die finde ich auch sehr massiv und sehr gut verarbeitet. Auch hier absolut Pluspunkte bei dem Gewehr, was wirklich ja doch sehr, sehr günstig ist. Und hier haben wir eine UTG-Montage verbaut. Auch hier war ich überrascht, weil UTG ja doch meistens so ein bisschen im preisgünstigen Segment ist und nicht alles, muss man einfach so sagen, von denen ist wirklich hochwertig. Diese Montageringe von UTG sind wirklich top. Also die kann ich wirklich definitiv empfehlen.
Genau, dazu hat er hier auch, Preis-Leistung passt hier auch einfach, Meopta Zielfernrohr bekommen. 3 bis 18 mal 56, auch hier richtig gutes Zielfernrohr. Besonders schön finde ich immer hier die Verstellung, weil das ist auch gummiert hier. Das ist alles hier Gummi, das greift sich richtig schön, lässt sich richtig gut verstellen. Ihr seht, hier sind Gewindegänge, man kann auch hier so einen Pin reinschrauben, um noch besser zu greifen, um hier zu drehen zu können. Geht auch sehr angenehm, also nicht so schwer. Gefällt mir auch super. Genau, dann haben wir hier natürlich, können wir einstellen, ob wir einen Leuchtpunkt haben wollen, Parallaxe-Einstellung und natürlich die Türme, auch hier, auch das ist gummiert, die Schutzkappen, schrauben wir sie mal runter und so sehen eben die Türme hier aus zum Einstellen. Was richtig gut auch ist natürlich hier, ist die Einstellung der Schafthöhe. Was eben toll ist, ihr müsst hier nicht hinten rum drehen. Manche haben ja hier mit so einer Schraube zum Hin- und Herleiern. Und da muss man stundenlang gefühlt da rumdrehen, bis das mal ein bisschen hochkommt. Hier haben wir eben einen schönen Druckknopf und den kann man eben hier einfach reindrücken. Hier sehen wir, hier drin ist eine Gewindestange und da greift er halt in das Gewinde dann immer ein. Das heißt, wir müssen einfach hier nur den Knopf hier reindrücken und dann können wir eben hier, wie wir eben die Höhe haben wollen, hier entsprechend, zack, perfekt hier einstellen. Hier oben ist schön glatt, ne? Also hier haben wir ja so ein bisschen Maserung und hier ist es schön glatt, also hier kann man wirklich hervorragend schön angenehm die Wange auflegen. Er lässt sich auch wirklich hier schön repetieren. Ich denke mal, auch das sollte ja ein absolutes Muss sein. Wir sehen schon hier hinten den roten Pin. Wir sehen, er ist jetzt aktuell gespannt. Hier haben wir rot, wir wissen, sie ist schussbereit. Auch der Abzug kann man wirklich nicht meckern. Wir haben hier ein bisschen Spiel und dann bricht er wirklich direkt. Also richtig, richtig cool. Genau, wir können natürlich hier voll sichern. Dann geht auch hier der Kammerstängel nicht mehr hoch. Wir können halb sichern. Dann geht der Kammerstängel hoch. Wir können eben auch spannen, aber eben keinen Abzug drücken. Und gehen wir ganz nach vorne auf rot. Dann bricht eben auch hier der Schuss. Also auch hier von der Sicherung her wirklich toll gemacht. Viele Gewehre verzichten zum Beispiel auf sowas. Ne? Wie gesagt, bei dem Preis ist es halt wirklich schön, dass man eben hier eben auch diese Mittelposition hat, weil darauf verzichten ja doch recht viele Hersteller. Und ich finde das gar nicht schlecht, wenn man dann komplett hier voll sichern kann und auch der Kammerstängel, wenn man unterwegs ist, vielleicht irgendwie in der Jacke hängen bleibt, wenn man nicht irgendwie aus Versehen den Kammerstängel öffnet, finde ich doch hier eine tolle Sache. Und gerade bei solchen Gewehren muss man mal ganz ehrlich sein, ich sehe bei diesen Waffen oft keinen Unterschied zu repetierenden Gewehren, die jenseits 2.000, 3.000 Euro und mehr kosten. Ich weiß nicht, was man verbessern kann. Wenn die Schussleistung passt und sie liegt gut in der Hand und ist alles funktional und es funktioniert, weiß ich nicht, was man noch verbessern kann. Klar, Optik, schöne Holzschäftungen, das ist eher was für den Liebhaber. Aber wenn es wirklich darum geht, ich brauche was Funktionales, dann ist das einfach wirklich hier eine absolute Top-Waffe, vor allem für den guten Preis hier. Also ich bin wirklich begeistert und die Waffe gefällt mir richtig gut. Das heißt natürlich auch, auf dem Schießstand noch testen. Natürlich müsste man verschiedene Laborierungen testen. Ich guck mal, was ich da habe. Ich nehme natürlich jetzt einfach nur ein ganz normales Vollmantelgeschoss. Jetzt nichts Jagdliches erstmal. Wir müssen erstmal auf die Scheibe kommen. Und dann schauen wir mal, wie die Streukreis wieder ausschaut. Und dann kann man vielleicht schon was sagen, aber wie gesagt, man bräuchte halt die passende Munition, um das perfekte Trefferbild zu haben. Aber ich denke, das wird schon jetzt ganz gut hier mit der Brenner BR20 laufen. Gut, wir sind jetzt schon mal gut drauf. Ich habe noch zwei Klicks nach rechts gemacht, sind genau 4 cm hoch. Und ich mache jetzt noch mal 3 Schuss eine Gruppe drauf, in der Hoffnung, dass die jetzt auch schön zusammen sind. Ich schieße jetzt hier ganz normale S&B Blei. Die mit 147 Grain. Dann schauen wir mal, wie das Trefferbild ausschaut. Warum kannst du nicht rechts? Den hatte ich erst. Und dann habe ich noch höher gestellt und dann habe ich hier eine Gruppe. Also da sind zwei nebeneinander und hier ist einer, also eine schöne Gruppe hier aufeinander. Jetzt gehe ich trotzdem noch zwei Klicks nach rechts, geht noch. Aber schaut mal hier, das ist ein 2-Euro-Stück. Hält mal meinen Daumen hin, das ist hier Daumennagel groß. Also absolut perfekt. Der erste Schuss war hier drüben, dann bin ich noch hochgegangen und 15 Klicks nach rechts. Dann habe ich nochmal 15 Klicks gemacht. Und
Ja, aber zwei Klicks gehen noch, zwei hoch und dann ist perfekt. Also wie gesagt, Preis-Leistung bei der Waffe absolut perfekt. So, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig uns das doch bitte mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht hier den Kanal zu abonnieren und vor allem die Glocke zu aktivieren und klick auf alle, dann wirst du auch von jedem neuen Video benachrichtigt. Und check auch gerne mal unsere Videobeschreibung unter jedem Video.